Willkommen zurück beim Starsmoothie. Tja, das heutige Gericht. Mal was zum Frühstücken. Ein Frühstücksburrito. Mit drei Eiern, schwarzen Bohnen und einer gerösteten Tomatensalsa. Das empfiehlt Burnham, nämlich Kadett Tilly, nach ihrem Lauf durch die Discovery in der Episode Lethe. Tja, und wie wir den machen, das zeige ich euch jetzt. Wir starten mit dem, was wir für die Salsa brauchen. Und zwar 5 Tomaten, eine Gemüsezwiebel, einen ganzen Haufen Koriander, 5 Knoblauchzehen und 3 Jalapenos. Von den Jalapenos einfach nur den grünen Stamm abschneiden. Dann einfach die Tomaten vierteln, ihr braucht sie nicht zu schälen. Dann den Knoblauch einfach nur kurz andrücken und pellen. Dann einfach die Zwiebel halbieren, pellen und dann die Hälften jeweils einmal vierteln. Wir brauchen schöne große Stücke. Das Ganze kommt in eine Schüssel unserer Wahl und dann geben wir 2 Esslöffel unseres favorisierten Pflanzenöls darüber. In meinem Fall ist es Rapsöl. Und dann gehen wir mit der Hand einmal schön rein und überziehen alles mit dem Öl, indem wir es gut durchmixen. Wenn das alles erledigt ist, packen wir das Ganze einfach auf ein Backblech mit Aluminiumfolie ausgelegt und dann kommt das unter den Grill bei der höchsten Temperatur, die euer Ofen schafft, für circa 10 Minuten. Nach 10 Minuten sieht das Ganze dann so aus, leicht angeröstet, so wie wir es haben wollen. Das Ganze packen wir dann einfach nur in den Mixer unserer Wahl mit den ganzen Flüssigkeiten und allem drum und dran. Und dann das Ganze ein paar Mal durchpürieren, dass ihr etwas grobere Stücke habt. Dann den Saft einer Limette hinzugeben. Dann unsere 15 Gramm frischen Koriander mit Stämmen, mit allem, einfach rein damit. Und dann wieder alles mixen, bis der Koriander komplett darin eingearbeitet wurde. Dann würzen wir das Ganze noch mit einem halben Esslöffel Kreuzkümmel, Salz und Pfeffer nach Geschmack und wieder alles einmal durchmixen. Ein finaler Taste-Test und dann das Ganze einfach nur noch in eine Schüssel deiner Wahl geben und fertig. Diese Salsa hält sich im Übrigen bis zu 2 Tage im Kühlschrank, kann also auch entsprechend vorbereitet werden. Sieht die nicht lecker aus? Und für ein Burrito mit 3 Eiern brauchen wir natürlich klar 3 Eier in einer Schale gut zusammengequirlt, die wir dann natürlich sofort in eine Pfanne mit geschmolzener Butter geben, bei mittlerer Hitze. Wir wollen es nicht zu heiß haben, schaut euch nochmal mein Ei-Video an, da könnt ihr sehen warum. Und nachdem das Ei angefangen hat sich zu setzen, geben wir ca. 30 Gramm schwarze Bohnen hinzu. Damit kochen wir sie ein bisschen, damit die auch warm sind und nicht einfach so kalt aus der Dose dazugegeben werden. Das Ganze würzen wir jetzt mit Salz und Pfeffer. Das machen wir im Übrigen nicht vorher, weil sonst werden die Eier eher grau in der Pfanne und das wollen wir nicht. Wenn die Eier zu ca. 80% gekocht sind, Hitze abschalten, von der Hitze runternehmen und dann reiben wir noch so circa 30 Gramm Cheddar rein. Das gibt dem Ganzen noch ein bisschen mehr Aroma, ein bisschen mehr Salz und ein bisschen mehr Zing. Zeit damit, unseren Burrito zusammenzustellen. Wir fangen natürlich mit einem Teigfladen an, den wir vorher aufgewärmt haben, so wie auf der Packung steht. Dann einen Löffel von unserer Tomatensalsa auf die Mitte geben und schön verstreichen. Ich hätte am liebsten selbst Tortillas gemacht, aber ich habe leider keine Tortilla-Presse, etwas, das noch auf meiner Wunschliste steht. Dann natürlich unsere Mischung aus schwarzen Bohnen und 3 Eiern schön darauf verteilen, eher mittig und eher zu einem hin, denn wir rollen das Ganze auf, damit schiebt sich das alles nach hinten und damit das später nicht rausquillt, je mehr es bei dir ist, umso weniger Ärger haben wir später damit. Persönlich mag ich noch etwas Grünes in meinem Burrito drin haben, in meinem Fall Rucola-Salat. Dann einfach die Seiten zusammenklappen und das ganze Ding fest nach hinten aufrollen. Und da ist er, unser Frühstücksburrito aus der Episode Lethe.
Also dann die optimale Verteilung von Fetten, Proteinen und Kohlenhydraten. Die Salsa gibt einen schönen Sing in die ganze Sache, eine schöne, angenehme Schärfe. Ja, die Eier sind gut gebraten, nicht zu trocken. Und die Bohnen sind halt, geben halt auch noch ein schönes Geschmacksprofil dazu und geben dem Ganzen ein bisschen mehr Körper. Allgemein, ziemlich gute Abrundung. Hat euch dieses Rezept gefallen? Dann vergesst nicht den Daumen nach oben. Einen Kommentar, was ihr vielleicht auch mal aus Star Trek haben wollt. Irgendein Gericht, das ihr gerne mal sehen würdet, schreibt es mir in die Kommentare. Lasst ein Abo da, falls ihr es noch nicht habt, und aktiviert auch die Glocke, damit ihr auch immer über neue Sachen benachrichtigt werdet. Denn ich habe die 300 Abonnenten heute geknackt. Mein 300. Abonnent, der Nico, der hat mich jetzt herausgefordert. Der arbeitet in meiner Heimatstadt in einem Burgerladen und er will, dass ich einen Burger mache. Tja, als Nerd sage ich natürlich, du kriegst Akira Hayamas. Köfte Döner Burger. Seid darauf gespannt. Wir sehen uns nächste Woche wieder beim Star Smoothie. Live long and prosper.